In diesem Video möchte ich Ihnen euch den Kokuyo Harikanax klammerlosen Hefter vorstellen. Warum so ein komischer Name? Weil er direkt aus Japan kommt. Ihr könnt ihn direkt über Amazon hier bestellen, aber kommt aus Japan und das merkt man auch bei der ganzen Beschriftung und alles. Aber da er primär die andere auch mit Bildern arbeitet, sieht man auch wirklich was Gutes oder wie man ihn einsetzt. Und da deswegen würde ich sagen, die Anleitung, verzichtet mal drauf, das passt schon auch so. Wir schauen uns den Tacker mal an. Der liegt wie folgt in der Hand. So halte ich den und ich tackere hier. Und ihr seht hier schon den Mechanismus, der hier in Frage kommt. Nämlich, es wird eine Art Ausrufezeichen ausgestanzt und das Ausgestanzte wird direkt umgebogen. Am Ende sieht es von oben so aus, das Ausrufezeichen, was dann umgebogen wird, beziehungsweise in der Praxis, gehen wir mal ran, hier habe ich mal unser Papier. Und ich zeige auch gleich mal verschiedene Anschläge. Das heißt, ich kann einmal natürlich so von oben rechtwinklig arbeiten. Aber was auch geht, hier gibt es auch einen Anschlag, der genau mich 45 Grad zur Kante arbeiten lässt. Das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt ist schon das Klammerergebnis da. Das heißt, ihr seht, hier habe ich diesen Pfeil und dieser Pfeil wird jetzt direkt hier darunter gebogen. Und dadurch ist es wirklich fest. Und dieser Tacker hält bis zu 10 Seiten. Angenommen, ich sage mir, das ist wirklich wichtig, dass es mir länger zusammenhält, dann kann ich auch, dann beschreibt der Hersteller Folgendes, nämlich, dass ich in rechten Winkel arbeite. Das heißt, dass ich jetzt scharf stelle, dass ich auch eine Ecke, einer Hand ist das ganz schön schwierig. So, jetzt habe ich es. So, dass ich sozusagen zweimal an einer Kante arbeite und ich hier im 90-Grad-Winkel arbeite und deswegen, dann wäre das wirklich stabil. Wir gucken uns jetzt mal an, wie stabil diese Bindung ist. Ihr seht, vollkommen fest, vollkommen ausreichend und das ist echt ein schönes Ergebnis. Ich finde diesen Tacker sehr schön. Mich reizt es ein bisschen, wirklich so ein japanisches Produkt zu haben, weil die Japaner haben ja auch wirklich viele Generationen an an sehr begabten Ingenieuren hervorgebracht. In der Autoindustrie sind die gut. Und das ist auch so ein Produkt, wo ich sage, das passt zu Japan und ich mag es, mit diesem Produkt zu arbeiten. Es überzeugt mich komplett. Bei mir kommt es primär zum Einsatz in der Schule, wenn ich Klassenarbeiten habe, wo Arbeitszettel und Schreibzettel zusammengeheftet werden, dann nach der Korrektur. Da kann man das einfach besser den Schüler ausgeben und deswegen finde ich das sehr praktisch. Es ist solide verarbeitet, kommt über Amazon direkt zu euch nach Hause. Also ihr müsst unter Umständen länger warten, wenn ihr in Japan bestellt. Achtet darauf bei der Bestellung, wo der Shop sitzt. Aber es gibt auch einige deutsche Händler, die das innerhalb von 24 Stunden verschicken. Alles in allem wirklich eine schöne Sache. Ich wünsche euch viel Spaß damit und ja, schaut mal bei Amazon vorbei.